Jungs, wir haben hier von Arma ein Arma Granite Voltage. Sieht natürlich ähnlich aus wie der normale Granite, ist aber nur Zweiradantrieb. Und der hat was Lustiges. Der funktioniert mit Lithium-Ionen-Batterie. 2 zur Zelle sind mitgeliefert, mit natürlich auch dem Ladegerät. Das Ladegerät, das über USB-Anschluss zum Anschließen ist am Netz. Und der Anschluss muss mehr als 1,5 Ampere haben. Also denkt daran, oder ihr habt ein Ladegerät für ein Handy, das mehr als 1,5 rauslässt. Oder ein PC-Anschluss oder irgendwas. Es gibt natürlich schon Häuser, die USB-Anschluss haben. Es gibt schon Autos, die USB-Anschluss haben. Dann einfach beachten, dass genug Ampere da rauskommen, um die Batterie richtig zu laden. Wieso haben sie das gemacht? Ganz einfach für Anfänger. Für den totalen Anfänger ist das Ding zu haben für 120, 130 Euro. Kommt, wie gesagt, mit 2 Batterien. Damit fährst du ungefähr 8 Minuten, sagen die. Du kannst 2 bis 3 Paar reinmachen, um natürlich länger zu fahren. Mit 2 bis 3 Paaren ist das Auto auch schwer angenehmer, weil mit einem Paar ist es wirklich sehr, sehr leicht. Wir haben natürlich da drin einen Kohlenmotor und einen Regler, der auch Receiver ist, der so einem 5-Kabel-Servo geht. Das heißt, ein ganz einfacher, kompaktes System. Natürlich, wenn du da was upgraden willst, musst du einen anderen Servo nehmen. Ein Receiver, ein Regler, ein Motor. Natürlich ist das nicht gedacht für zu viel Power reinmachen. Das Ding fährt aus der Schachtel so ungefähr 35 km, reicht überaus für einen Anfänger. Wir haben wirklich solide vordere Aufhängung. Wir haben flexible also Spurstangen, so wie auf dem HP Jumpshot. Unterschied ist, dass der wirklich nicht so teuer ist. Der HP Jumpshot ist viel zu teuer. Der ist in einem super Preis, weil für das Geld kriegst du bei uns 1 zu 12er iBoxing einfach mit anderen Namen drauf. Du kriegst bei T2M Pirat Booster zum Beispiel, ist kleiner, schmaler, leichter, geht viel schneller kaputt, fährt nicht zu schnell, hat überhaupt nicht die Leistung und für selber sogar mehr Geld. Also ist es wirklich für einen kleinen Anfänger eine gute Basis. Die Karo ist aus fetten Lexan, die hält was aus. Was immer natürlich fehlt, ist ein Überrollbügel in der Mitte. Bitte Hersteller, macht uns doch Überrollbügel in der Mitte, damit die Karo hier nicht reißt und auch nicht aus den Löchern hier reißt. Das werde ich natürlich noch machen. Was mir auch fehlt, ist Monster Truck. Wir haben keine Stoßstange vorne. Der Chassis klatscht sofort an Stein oder was du da entgegenkommst, drauf fährst. Das fehlt. Ich hätte gern hier einen flexiblen Stoßfänger. Das mache ich noch dran. Hinten auch sind wir direkt am Chassis. Ist natürlich stabil, aber ein kleiner flexibler Stoßfänger wäre doch was Cooles. Das mache ich alles ran, weil ich das Auto jetzt neu gekauft. Ich werde es probieren. Wir pimpen es ein bisschen auf und dann verkaufen wir es wieder für dasselbe Geld, was es neu kostet. Aber es ist eine Occasion. Ja, ist eine Occasion. Aber du bekommst ihn dann mit Stoßfänger und mit eventuell anderer Elektronik drin. Und wir haben hier von ProBody RC eine unzerstörbare Karo für den kleinen hier. Geht natürlich auch auf den normalen 4x4 Granite. Gibt es natürlich auch als Neo 3S. Und es gibt auch andere 1 zu 10er lange Maßstab für zum Beispiel ECX Rokus oder so. Für die Autos, die mit einem längeren Radstand haben. Das Ding hat volle Kugellager, hat natürlich Kunststoffantrieb. Aber nicht im Diff. Im Diff innen ist es natürlich Stahlantrieb. Wir haben hydraulische Stoßdämpfer, die aber leider aus der Schachtel vom Werk nur Hälfte gefüllt sind mit Öl. Wir sind hier überhaupt im Leeren vom Öl. Und wir sind auch viel, viel zu hart, selbst mit den Batterien drin. Guck mal das an, ist das Auto steif. Das ist sehr schlecht, also mache ich hier anderes Öl rein, damit das Auto sanfter ist auf der Dämpfung und angenehm zum Fahren. Das ist nämlich ein Monster Truck. Wir wollen nicht, dass das Ding rumfahrt wie ein Buggy oder ein Truggy auf eine flache Piste. Das Ding, die Räder müssen arbeiten, das Ding muss am Boden bleiben und das machen wir so. Dann die Reifen. Die sind wirklich komisch, also so komisch gummig. Natürlich verziehen sie sich, Standfähigkeit sind sie sicher gut, aber null Schaumstoff.
wäre doch trotzdem cool, ein bisschen mehr Schaumstoff drin, auch wenn es ein Anfängerauto ist, das nicht sehr schnell fährt. Profil. Ich finde das Profil wirklich schwach. Ein Monster Truck verdient besseres Profil, ist klar. Natürlich ist das so, dass es nicht so viel Grip hat. Natürlich hat es so auch viel weniger Stress auf die Antriebswellen und auf den Motor. Ist aber ein bisschen schade. Fakt ist, ich habe es schnell probiert. Auf dem Plattenboden sind die Reifen Hammer. Das Ding kann Indoor fahren auf dem Plättchenboden. Natürlich macht das nicht zu Hause. Deine Mutter reißt dich den Kopf ab. Ganz klar. Der Vater sieht das vielleicht am Anfang schlecht, aber fährt dann sehr schnell mit und kriegt dann auch Krach mit Mama. Also macht das nicht. Chassis ist Monocoque, heißt, wir haben ein Stück Kunststoff für das Chassis machen. Das ist sehr gut, wenn es sehr gut gebaut ist, wie hier. Es ist straff, es hat überall Bienennest drin. Es ist, die Shock Tower sind kompakt, sind fett, sind nicht einfach nur eine Platte, die sich biegt oder brechen kann. Das ist super Arbeit von Hammer. Ich stelle mir hier nicht vor, dass das Ding kaputt gehen kann. Super easy gebaut. Also Servo, wie gesagt, mit 5 Kabel. Servo Saver direkt unten, darunter montiert. Receiver und Regler in einem Stück. Das heißt, das Auto ist einfach gebaut. Und ein Standard Brushhead Motor 540er. Natürlich ist das eine Wahl für den Preis. So ein Motor kostet inklusive Versand auf eBay in China 1,70 Euro. Du bekommst für 1,70 2 Euro einen Motor, der dieselbe Leistung hat. Das ist natürlich sportbillig. Ich hätte jetzt zum Beispiel gern, weil wir ja hier mit Lithium-Ionen fahren, wir sind hier in der Zukunft von den Batterien, also ich finde das cool. Lithium-Ionen ist sicher, hat natürlich nicht, kann natürlich nicht die Leistung rauslassen von Lithium-Polymer, aber für einen Anfänger ist das top. Gerade wenn man hier parallel schalten kann, man kann hier drei Paar parallel schalten für eine schöne Laufzeit. Und wenn sie natürlich parallel sind, gibt es auch weniger Stress auf die Batterie. Und ich finde jetzt da drin wäre auch gut eine Lithium-Eisen-Batterie gewesen. Eine 3-Zelle Lithium-Eisen, heißt 9,9 Volt, wäre auch sehr gut gewesen. Und auch kombomäßig, muss jetzt dir vorstellen, wenn du jetzt einen Brushless-Motor nimmst, der dieselbe Leistung hat als der, das heißt nicht schneller fahren, selbe Leistung, fährst du locker zweimal länger. Also ist kein Witz. Mit einem kleinen 380er Brushless-Motor hier drin hätte man zweimal längere Laufzeit als mit dem Brush-Motor. Natürlich wäre es für den Hersteller teurer, natürlich auch am Ende für den Fahrer. Also habe ich Lust, das irgendwie zu probieren, ob ich schon einen kleinen Motor finde, der da reinpasst. Ganz natürlich auch ein 500, also ein normaler 36x52 Brushless-Kombo einbauen. Musst aber, wie gesagt, hast du dann kein Receiver mehr, muss noch ein Receiver dazu machen, brauchst eine andere Funke, du brauchst ein Servo mit 3 Kabeln, nicht 5 und. Also heißt es ein teurer Umbau gegenüber dem Preis, Anfangpreis vom Auto, das dir dann führt zu dem Preis von einem 4x4 Granite. Also rentiert das natürlich nicht, aber ich habe Lust, irgendwas probieren, für zu zeigen, was es an Laufleistung an Unterschied macht. Aber das Auto, wie gesagt, ist leicht. Reicht natürlich der Brushhead überaus in dem Auto. Wie gesagt, wir haben flexible hier Spurstangen. Das ist super gut. Mag ich sehr. Du kannst natürlich nicht einstellen, aber wenn du nichts einstellen kannst, kannst du schon mal nichts falsch anstellen. Das ist mal gut. Die Nüsse sind aus Kunststoff. Haben wir gesehen bei Tamiya und anderen Auto. Wenn natürlich schöne fette Achse drin sind, wie jetzt hier, 4 mm Achse in den Antriebswellen. Und ich finde jetzt sogar, die Antriebswellen hätten aus Kunststoff sein können, wie bei Tamiya. Funktioniert das super, weil es ist sportbillig, natürlich kann es kaputt gehen, aber es dient als Sicherungsteil. Das heißt, wenn du morgst, knallt sowas ab, ist in 0, nix ersetzt, kostet fast nichts. Also finde ich das gut.
Ich werde das Auto natürlich mal Stock probieren. Pass natürlich auf die Polarität, steht groß drauf. Pass auf, dass du auch 6 selbe Batterie reinmachst. Machst niemals verschiedene Batterie rein. Du musst die 6 selbe Marke, selbe Leistungsbatterie reinmachen, damit es funktioniert. Wenn du die Batterie darin lässt, denk daran, das steht auch in Bedienungsanleitung, auch wenn sie ein bisschen mickrig ist, immer diesen Stecker rausziehen. Das führt hier zu den Platten für die Batterien. Wenn du eine andere Batterie fährst, du kannst nämlich hier locker eine NMH reinmachen oder Lithium-Polymer. Ja! Und die kannst du natürlich ganz easy einfach da reinlegen. So geht es rein, weil das ist auch noch dazu eine Chassisverstrebung. Guck mal, zack, ist das Ding drin. Sauber. Natürlich musst du mit der Kabelführung aufpassen. Die haben das aber hier vorgesehen, damit der Kabel hier schön rauspasst. Das ist natürlich jetzt ein Competition-Pack, der hat andere Stecker. Der erfahren wir nicht da drin. Ist jetzt nur zum Beispiel für euch zeigen, was da locker reingeht. So. Hier Batterie reinschieben und lasche schön. Es muss wirklich schön zuklipsen, damit du schön Kontakt hast hier. Und alles gesichert ist, denk daran, pass auf. Auf jeden Fall, mir gefällt es wirklich, also ich finde das gut von Arma, dass sie für die ganz kleinen Anfänger, für die wirklich also Anfänger, so super mega Anfänger. Siehst gerade, wenn du ein Kind hast, wenn es klein ist, kaufst du ihnen den Nico. 50 Euro kosten die, gehen fast nicht kaputt, fahren natürlich nicht schnell, aber die Jungen können sich da schon mal gewöhnen. Links, rechts lenken, Gas, Bremse. Am Anfang fahren jeder Junge mal zuerst mal voll links, voll rechts, voll Gas, voll Bremse. Da geht es nicht anders. Ein Junge nimmt das Ding in die Hand und macht voll Gas, voll Bremse, voll links, voll rechts. Das ist so, bis er ein bisschen Gefühl bekommt mit dem Ding. Wenn er dann das Gefühl hat, kannst du ihm sowas kaufen. Weil das geht wirklich für die ganz Kleinen. Mit dem Batteriesystem, das da drin ist, ist es einfach top. Es sieht auch super stabil aus, aber das werden wir probieren. Klar, ich mache jetzt noch eine Einstellung auf der Dämpfung, weil das passt mir überhaupt nicht so, wie das ist aus der Schachtel. Und dann gehen wir fahren mit dem Ding, mal zu sehen, was da in der Leistung drin steckt, ob es lustig ist, wie es aussieht. Und wieso mache ich jetzt die Karre wieder weg? Weil ich will die Stoßdämpfer rausnehmen für das Ölwechsel. Tschüss, Jungs.